Servus allesamt, da sind wir zurück im Liga-Alltag und das heißt natürlich für uns, es gibt auch eine neue Folge Übertore-Challenge, Folge 4. Winnie, also ich, gegen den Sportwetten-Millionär Jörg Bocho. Und wir beginnen wie immer mit den Resultaten zwischen uns beiden vom letzten Mal. Und da legen wir mit Jörg los. Der hatte das 0 zu 0 bei Leverkusen gegen die TSG. Dann nur ein 1 zu 1 bei den Wölfen gegen den SCP. Und immerhin ein Over 2,5 Spiel mit CFC Genua gegen die Fiorentina. Tja, und schwupps konnte ich das mit meinem ersten Pick schlagen. 7 Tore in München gegen Mainz. Da nochmal 5 gegen den 5 bei FCA in Bremen. Dann 2, leider nicht alle, over 2,5. Norwich 2-0 Niederlage bei West Ham. Gut, ich blende es gern ein. Das ist der neue Zwischenstand. Es steht 2-1 für mich. Und die Tore sind dann relativ deutlich. Haben wir mal richtig deklassiert. Fein, weiter so. Gut, wird nicht immer so sein, aber wir kämpfen weiter. Diese Saison schlagen wir ihn. Einer war besser als ich und besser als alle anderen. Das ist hier eingeblendet. Und Congrats, Toli, das bekiffte Handtuch. Und schönen Gruß, ich habe dich auf den Zettel gekriegt. Wird ein bisschen eng da, aber ja. Die Partien von ihm waren Bayern mit den 7 Buden. Dann Wien-Wiesbaden gegen den Jahn. 5 Buden, 0 zu 5 der Endstand. Und 4 Tore bei Villarreal gegen Real Madrid. 16 Buden insgesamt. Er war der Einzige, etliche mit 15. Bin immer dankbar, wenn einer dann doch die Bude mehr schafft. Ja, weil sonst müsste ich hier 10.000 Namen hinschreiben und ja, alle Partien wird es dann auch nicht geben. Gut, wäre das abgehakt. Ihr dürft natürlich auch diese Woche alle wieder mitmachen. Wer hier neu ist und ich glaube, wir haben ein paar neue Abonnenten, herzlich willkommen und macht ihr auch direkt mit. Das Regelwerk gibt es hier unten im angepinnten Kommentar. Könnt ihr auch so ein bisschen luken und gucken, was die anderen, wie die das machen. Ich korrigiere euch notfalls auch. Gibt Hilfestellungen für die Neulinge, natürlich. Gut, dann der Hinweis auch noch, ich erstelle immer so im Laufe der Zeit, meistens so ab 20, 30, geht ja meist recht fix. Hier unten dann auch so ein Ranking, geht dann auch mit in den angepinnten Kommentar. Und ja, da könnt ihr dann so gucken, eure Übertore. Picks euch rauswählen, was sagt die Community, natürlich auch unter Anbetracht, was Jörg und ich gesagt haben, weil manchmal könnten wir eventuell Leute beeinflussen. Aber nee, hier hat jeder seine eigene Meinung, sonst gewinnt man ja auch nicht allein hier, so wie das bekiffte Handtuch. Gut, genug gesabbelt, jetzt der Jörg dran, leg los, du machst den Anfang. Ja, hallo zusammen, neue Runde. Ich liege ja schon wieder 2-1 hinten. Dann dürfen wir den Vorsprung, den der Winnie hat, nicht zu groß werden lassen. Also müssen wir uns heute richtig anstrengen. Ich picke als erstes. Ja, und ich finde, heute gibt es ein relativ offensichtliches Spiel und das ist Dortmund gegen Leverkusen. Leverkusen hat ja letzte Woche schon Probleme gehabt gegen eine Mannschaft, die wirklich tief gestanden ist. Aber das wird ja Dortmund nicht der Fall, bei Dortmund nicht der Fall sein. Die spielen A zu Hause. Und B ist ja auch keine Mannschaft, die sich gegen Leverkusen hinten reinstellen muss. Also von daher würde ich schon sagen, dass der Leverkusen Raum hat, aber natürlich auch gleichzeitig Dortmund extrem gefährlich ist. Also das ist, finde ich, ein relativ einfacher Pick fürs erste Spiel. Dortmund gegen Leverkusen, da wollen wir hoffen, dass da was los ist. Letztes Jahr waren das auch gute Spiele, also da sollten schon ein paar Tore drin sein. Ja, würde jetzt mal sagen, keine Riesenüberraschung, nimmt mir aber halt auch ein bisschen die Entscheidung ab. Wer die Bundesliga-Tipps, also hier die Würfelrunde gegen den Buddy, mit dem Buddy gesehen hat, wer nicht, ich habe da ja alle Ergebnisse genannt vom Spieltag. Hier oben in der Infokarte, wer es noch nicht gesehen hat, am Ende dieser Folge natürlich erst reinklicken, dann anschauen. Ja, da hatte ich 2 Partien des Spieltags mit 5 Treffern. Prognostiziert und 2 waren mit 4 dabei. Eine mit 5 Treffern war BVB Bayer Leverkusen. Die andere war, und das ist dann auch mein Pick, Augsburg gegen Frankfurt. Ja, Augsburg zuletzt 3-2 in Bremen verloren, in Unterzahl aber noch echt mächtig nach vorne weitergespielt. Auch ein Alu-Treffer noch dabei gehabt, fast das 3-3 geschafft. Ja, fand ich schon krass. Gute Moral und auch wirklich gute Stürmer. Der Vargas hatte den ja auch jetzt schon häufiger erwähnt.
Der macht mir echt einen sehr agilen Eindruck. Und dann gibt es ja auch noch einen Richter. Finn Bogason dürfte langsam wieder fit sein. Diverse andere. Also da ist schon richtig Dampf auf dem Kessel und bei Frankfurt ja sowieso. Also ich meine, die spielen Samstagnachmittag, da denkt noch keiner an die Euroleague. Da wollen die 3 Punkte haben und da geht's ab. Ich tippe da genauso wie beim BVB gegen Bayer 3-2, nur dass bei mir die Eintracht in Augsburg gewinnt. Das ist mein erster Pick. Zu meinem zweiten Pick. Und da hatte ich ja in der Würfelfolge 2 Partien, die 4 Tore haben in meiner Prognose. Und das war zum einen Düsseldorf gegen Wolfsburg und zum anderen Union gegen Werder Bremen. Ich entscheide mich für Union gegen Werder. Ja, weil ich denke halt, ja, Werder mit der Abwehr ab und zu echt so wackelig. Und vorne gut, Osako spielt bisher eine Top-Saison. Johannes Eggestein wieder da, hat bei der U21 auch eine schöne Bude gemacht. Der dürfte auch gut drauf sein und erholt durch frei letzten Spieltag. Ja, und diverse andere, die da Buden machen können, sein Bruder und was weiß ich nicht alles. Also es ist eine gute Mischung bei denen. Sargent kommt von der Länderspielreise, der kann aber auch als Joker reinkommen. Das macht jetzt nicht so viel. Union natürlich nach dem 3-1 gegen den BVB richtig top. Selbstbewusstsein, 3 Buden geschafft, super gefährlich bei Standards. Guter Kampfgeist, ein geiler Verein, gute Stimmung, Geschlossenheit. Sehr viel Ehrenamt in diesem Club. Und ja, so entwickelt sich halt eine Top-Einheit. Ja, und das sieht man auch auf dem Platz, dass die sich alle wirklich top verstehen. Ein paar Nationalspieler waren natürlich auch unterwegs, aber gerade die Stürmer, hier der Andersen hat für Schweden auch ein paar Minuten gekriegt. Ja, aber gerade die Stürmer bei Union, die sind schon echt nicht schlecht. Also da werden die Werneraner ab und an und vielleicht oft in Verlegenheit bringen. Ja, dann müssen sie halt wieder in die andere Richtung laufen und hinterher rennen und Bude machen und was weiß ich. Vielleicht geht es sogar höher aus als 2-2. Schien mir so für den ersten Moment der beste Tipp, Ergebnistipp für die Partie. Ja, aber ich glaube, mit den 2 Bundesliga-Partien kann ich doch durchaus irgendwie so mit 7 bis 10 Treffern rechnen. Will's nicht im Vorfeld unterschreiben. Aber ist so meine Vermutung, dass das ganz gut aufgeht. Ja, ich muss sagen, mit dem zweiten Spiel habe ich mich sehr schwer getan. Weil alle Spiele irgendwie nach dem Offensichtlichen, finde ich, sind ein bisschen schwierig. Und auch ich habe auch in die zweite Liga relativ intensiv geguckt, weil da ja auch in der letzten Woche gute Spiele drin waren. Aber ich finde, diese Woche, da hat mich gar nichts gereizt. Und ja, ich bin ganz lange unentschlossen gewesen. Wolfsburg gegen Düsseldorf wollte ich nicht nehmen, weil ich Wolfsburg, glaube ich, noch nicht gut verstanden habe. Also, da kann schon was passieren, aber ich weiß nicht, ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich bin auch noch ein bisschen enttäuscht von Wolfsburg. Kann auch nicht sagen, wie die genau zu Toren kommen wollen. Ja, ansonsten auch die anderen Spiele. Ich habe mich da letzten Endes für RB gegen Bayern entschieden. Das ist normalerweise ein Spiel, wo nur eine Mannschaft Tore schießt und die Bayern. Es ist aber meistens auch so, dass die Spiele eher am Ende der Saison sind. Wenn die Bayern schon wieder mehr Rhythmus haben, auch mehr Selbstbewusstsein haben und es bei RB ein Stück weit den Bach runtergeht, also am Ende der hinteren Serie oder der Rückserie. So früh haben die, glaube ich, noch nicht gegeneinander gespielt. Also, und ich fand RB bisher ehrlich gesagt sehr stark. Also ich fand, die haben unter Nagelsmann noch ein Stück offensiver gespielt oder druckvoller. Jetzt hat er noch einen anderen Stürmer bekommen, einen, den man hoch anspielen kann, den Schick, der, glaube ich, ganz gut in sein Spielkonzept passt. Ob die Bayern schon wirklich so gefestigt sind, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ein richtig gutes Spiel und ich könnte mir auch vorstellen, dass da 3 oder 4 Tore, vielleicht sogar mehr drin sind. Glaube ich zwar nicht, aber 4 Tore könnte ich mir schon vorstellen und deshalb ist das mein zweiter Pick, RB gegen die Bayern. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was meines Erachtens ganz interessant anzugucken ist. Wird, denn wenn die Bayern das verlieren oder auch wenn sie nun unentschieden spielen, dann hat RB seine Ambitionen wirklich angemeldet. Und in der Vergangenheit haben sie ja genau das gegen die Bayern immer nicht geschafft. Wird interessant zu sehen, ob der Nagelsmann daran was ändern kann. Ja, und dann kommen wir auch gleich schon zu den internationalen Begegnungen. Da gibt es 2, die finde ich rausstechen. Und da ich die erste Wahl habe, nehme ich das auch wieder relativ offensichtliche Sache. Norwich gegen Manchester City. In meinen Augen ist Norwich... Die können gar nicht richtig gut verteidigen, die müssen immer ein Stück weit angreifen.
Und Man City ist schon bärenstark und die werden Norwich sicherlich auch ein paar Buden einschenken. Wenn Barca gegen eine richtig schwache Mannschaft spielen würde zu Hause, hätte ich auch Barca genommen, weil ich glaube, dass die das wieder gut zu machen haben und dass der Griezmann ja auch schon im letzten Heimspiel extrem gut funktioniert hat. Aber Valencia ist eine Mannschaft, ja, da weiß ich nicht, ob es wirklich so viele Tore fallen. Wo ich aber glaube, dass Barca auf jeden Fall gewinnen wird. Also, mein internationaler Pick, eben Norwich gegen Man City und ich wünsche dir allen viel Erfolg und viel Spaß beim Mitmachen. Ciao! Jo, lieber Jörg, das ist natürlich auch keine Riesenüberraschung und mir ist da was aufgefallen. Und zwar ist Norwich gegen Man City die Partie von diesen 58 Spielen, die wir hier zur Auswahl haben. Also erste Liga Deutschland, zweite Liga Deutschland, Serie A, La Liga, Ligue 1 und Premier League, ist die Partie mit der absolut niedrigsten über 2,5 Torequote. 1,25 habe ich da zuletzt gesehen. Dann, und da hat der Jörg jetzt ein Kunststück geschafft, er hat insgesamt die drei Quoten sich ausgesucht, die alle drei am niedrigsten ist, die man sich hier für diesen Contest aussuchen kann. Das ist nämlich BVB gegen Bayern, niedrigste Quote aus erste, zweite Liga mit 1,40. Zweitniedrigste ist RB gegen Bayern München, 1,45. Ja, der Jörg da ein bisschen strategisch vorgegangen ist oder denkt er einfach wie die Buchmacher? Mir ist es wurscht, ich habe ja trotzdem sehr gute Chancen und gehe da sehr optimistisch ran. Ja, aber fehlt ja noch ein internationaler Tipp von mir und der ist bei mir aus der Serie A CFC Genua gegen Atalanta Bergamo. Die Partie Sonntagmittag um 12:30 Uhr. Ja, bei Bergamo fallen halt immer Buden. Und bei Genua hatte ich gesehen, da fehlt auch ziemlich viel im zentralen Mittelfeld. Drei Stammspieler oder wichtige Akteure sind verletzt, nicht dabei. Und hatte ich jetzt auch erst frisch gesehen, der Lasse Schöne spielt da ja. Der macht auch immer schöne Freistöße, kann er auch gegen Bergamo schaffen. Gut, Genua und Bergamo hatten zuletzt, also zum Saisonbeginn, jetzt wirklich torreiche Spiele schon. Ja, und Bergamo ist einfach eine Garantie meist für Tore. Und wenn beide das dann auch noch jetzt in letzter Zeit so dolle gemacht haben, bester Pick. Dann hier der Zapata, war zwar mit der kolumbianischen Nationalelf gestern Nacht noch aktiv oder vorgestern Nacht. Und ja, kam aber nur für 20 Minuten rein. Die Partie ist Sonntagmittag. Der wird auf jeden Fall mindestens in der Schlussphase noch ja, Zeit bekommen. Vielleicht sogar eine komplette Halbzeit. Vielleicht sogar von Beginn an ist ja ein Tier der Typ. Und ja, Bergamo zockt nach vorne. Die denken auch noch nicht groß an die Champions League, obwohl das auch was Besonderes für die ist. Das erste Mal richtig doll in der Champions League dabei. Ich bin da zuversichtlich, freue mich auf dieses Sonntagmittagsspiel. Habe ich auch nicht so oft dabei. Ja, und denk mal, ich mache den Jörg platt und gehe 3-1 in Führung. Hoffe ich zumindest. Gut, jetzt bin ich gespannt, was ihr habt. Haut's da unten rein. Kommentare auch sonst in jeglicher Form, was ihr so denkt und ja, wie es zu Hause geht und was er zum Mittag gegessen hat. Nee, übertreibt's nicht. Will auch nicht jeden Scheiß lesen. Irgendwann schrieb neulich jemand, ja, habe ich sofort gelöscht. Ach, lassen wir das. Blödsinn. Gut, viel Spaß beim Eintragen da unten. Sind genug Kommentarfelder frei. Lasst ein Like hier, Abo, Glocke betätigen, tralala. Und es geht ja auch schon bald, ich denke mal Freitag früh, geht es weiter mit den Sportwetten fürs Wochenende. Da gehen wir noch mal ein bisschen ins Wettlabor und dann finden wir schon was. Ein Tipp, eine Wette hat man ja auch schon platziert in der Alle gegen den Würfel-Folge. Nochmal Erinnerung, Infokarte anklicken, wer es noch nicht gesehen hat. Relativ am Ende platzieren wir auch eine Wette. Ich hoffe, die Quote ist noch stabil. Wir gehen davon aus, dass das so eintrifft. War eine 2-3er-Quote. Ja, kick mal rein, lasst auch da ein Däumchen und jetzt bin ich durch und wünsche viel Erfolg bei allem und sehr, sehr bald sehen wir uns ja auch schon wieder. Tschüss!